Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Eurobus und heute kommt der zweite Teil vom AO-Event VIP-Konvoi, auf dem ich und der Bartemann, der Stone und ich geladen waren und heute geht es nur um die Action. Also ich habe ja nur gefilmt am zweiten Tag und heute geht es echt nur um die Action und nach der Action kriegt ihr noch so ein paar Minuten Impressionen von mir, wie ich mit meiner kleinen Kamera ein bisschen was erzähle zu dem ganzen Spiel. Und ganz am Ende kommt auch noch mein Resümee, wie ich mich mit Mascha und Forbi über die ganze Geschichte unterhalte, über das Spiel, wie ich es empfunden habe, wie es mir gefallen hat. Ja, das wollte ich nur mal vorwegnehmen, ja. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, ganz wichtig heutzutage, ja, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Da kommt das jetzt die nächsten Tage noch das eine oder andere. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Haut rein, bis dann. Und tschüss! Guten Tag, meine lieben Freunde, es ist Sonntag. Tag. Ich hab verrissen, mach nochmal! Ich dachte, jetzt zieh ich wieder runter, jetzt hab ich's nicht drauf!
Guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist Sonntag und ich habe heute eine Weste an, weil ich heute nicht spiele. Heute werde ich nur filmen. So, und wir haben heute weniger Spieler wie gestern. Gestern waren es ja knapp 100 Spieler oder über 100 Spieler, glaube ich sogar. Und heute sind es, glaube ich, nur irgendwas so um die 30 oder so oder 40 Spieler insgesamt. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, da habt ihr es gesehen. Ne? Da ist der Wartemann. Der filmt heute auch nur, der tatsächlich. Und da ist Prinzessin Steinchen. Das ist wichtig, sind Hallo. Und da ist der Kameramann von Prinzessin Steinchen. Entschuldigung. Deine Scheibe besteht in der Scheibe. Entschuldigung, wir wollen ja mal fair bleiben. Der Eurobass durfte gestern in meiner Dusche duschen. Und danach hat er etwas gesehen, was er nicht sehen wollte. Ich habe gestern Albträume gehabt. Ich habe einen nackten Stone gesehen. War nicht so schön. Ich muss mein Handy hinlegen. Da muss ich mal hinlegen. Na, erzählt. Womit er schon mein Handy... Moment, das passt ja nicht. Mein Handy liegt da und sein... Ach, hat er sein Handy vergessen. So toll, ey. Muss ich dem Bartemann jetzt Bescheid sagen und so bla bla bla. Ich gehe so, will gerade zum, ne, so mir was anziehen. Duck, duck, duck. Ja, jetzt hast du Pech gehabt, Junge. Geh ich hin, dann mach die Tür auf. Hier dein Handy. So, wie Adam und Eva, weißt du? Ja, so wie aus dem Eigepelzer aus. Ja, auf jeden Fall, das Spiel fängt jetzt an. Wir spielen jetzt gleich Wash, beziehungsweise die spielen jetzt gleich Wash. Und das wird cool. In diesem Sinne, bis gleich. So, meine Freunde, ich bin hier mitten im Gefecht. Da ist ein Stone, hart in Action. Wir sind jetzt hier auf der roten Seite gerade. Auf der dunklen Seite, der da macht. Meiner. Auf ihrer Seite. Meine Seite. Und das hier ist das Auto, wo ich draufstehe, was eigentlich mit Gold beladen werden soll. Das klappt aber aktuell noch nicht so gut. Ja, mal gucken, was hier noch passiert. Ja. Impressionen, Impressionen. Hallo, ich habe Auto. Ja, Mann! Da schläft einer. Oh, sorry, Henrik. So, ja. Oh, oh. Da war gerade ein Ast. Guck mal lieber die Kiste rein. Sonst ist der Schein einfach gleich weg. Ja, ich glaube, dass da hinten war das. Wo ist jetzt Spielfeld 2? Oh, 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 oh. Euro, Kopf einziehen. Ja, wir leben noch. Ja, er sitzt noch drauf. Alles gut. Mein Gott, Ast. Ja, da kommen lauter Äste. Ich habe ja definitiv einen Scheißplatz gesucht, um mich hinzusetzen. Ja, also ich muss... Du bist zu weit, Vorbi. Es macht auf jeden Fall mega Spaß, ja. Jeder, der sagt, die Airsoft Operations und die Dark Zone wären kacke, der war noch nicht hier. Aber es ist einfach nur geil, ohne Witz. Wir haben ja den Spaß unseres Lebens, oder? Ja, ihr habt gehört, was der Eurobass gerade im Hintergrund so erzählt hat. Ja. Hallo! Der fertige Bruder da quasi. Hallo! Ja, und jetzt müssen wir weiter arbeiten. Tschüss! Also, für mich, ich nehme jetzt mal meine Kamera, ich habe jetzt zwei Kameras hier stehen, weil der Bartemann seine Kamera auch laufen hat. Ich muss jetzt leider gehen. Und ich wollte noch der lieben Mascha und ich habe gerade eine Brust am Arm. Und den lieben Vorbi erstmal für die Einladung nochmal recht herzlich danken. Hat mir mega Spaß gemacht. War richtig geil. Gestern der Tag war absolut Hammer. Ja. Ich hoffe, das Video gefällt euch auch. Wenn ja, wisst ihr ja, ich glaube, ich bin so ein Scheiß. Ne? Und ihn habe ich auch endlich mal kennengelernt. Ja, ja, wir haben uns immer geschrieben, aber irgendwie haben wir es nie geschafft. Und dann gestern Abend endlich mal an die Bärte gefahren. Endlich mal an den Bärten zippeln. Ja, maskulin natürlich. Maskulin. Ja, und mir hat es sehr gefallen. Ich bin gerne das nächste Mal wieder da, wenn ihr irgendwas Cooles feiert, weil es ist halt ein weiter Weg. Einmal so zum Spielen kommen kann ich nicht, aber wenn irgendwas Geiles ansteht, einfach anschreiben, komme ich. Mach mir wieder. Also da haben wir so ein paar Termine, so Chemic Wars, unsere Weltamtspiele, unsere Stalker-Spiele. Also komm mal, BB2K ist jetzt nächsten Monat, also komm mal, wenn du möchtest. Mit dem Bruce, genau. Machen wir auch Nachtspiel mit Tracern und so eine Geschichte. Ich quasi genötigt zu kommen. Ja. Ich wurde ja auch hierher genötigt eigentlich, weil es wurde ursprünglich, muss man ja zusagen, es wurde ursprünglich gesagt, ja hier, pass auf, wir wollen mal ein Event machen hier bei AO. Wann hast du Zeit? Aber als ich noch nicht diskutiert, die Zeit gehabt und dann hieß es ja, April, erste Woche habe ich Zeit. Ja, okay, gebe ich so weiter. Da kam gar nichts mehr von ihm, eine Stunde oder so. Noch einmal lädt sich auf Facebook, VIP-Konvoi. Okay, ist beschlossen, komme ich hin. Wir sind halt welche von der schnellen Sorte. Ja, ja, genau. Ja, ja, und wie gesagt, echt Respekt, dass das in so kurzer Zeit geklappt hat und auch was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und wie gesagt, ihr zwei zusammen im In-Game. Wenn er zu Hause genauso ist, dann will ich nicht so. Die armen Nachbarn. Genau. Die beiden waren so in ihrem Element, die waren so drin in ihrer Rolle.
Mega. Stellenweise hatte ich echt ein bisschen Angst vor dem Vorbi. Und Vorbi, ich dachte, wir haben ein Problem. Ist mir scheißegal, ich will das Gold. Ja, also das war schon echt geil. Und ist zu empfehlen, fahrt auf jeden Fall mal hierher. Guckt hier bei Facebook hier auf der Seite von AO. Gebt da ein Däumchen hin, damit ihr Infos habt, wann, wie, was, wo startet. ASVZ könnt ihr auch gucken. Finde ich persönlich scheiße, ASVZ, aber muss man ja mal erwähnt haben. Ja, aber auf jeden Fall Facebook, meldet euch an, kommt mal hierher, gönnt euch den Spaß. Er hier ist 750 Kilometer fast gefahren. 650. Ist doch fast das Gleiche. Das kann man nicht genau. Und, er hat es auch geschafft, herzukommen und ich habe es nicht bereut. Es war ein richtig geiles Wochenende. Scheiß Viecher hier. Hat mega Spaß gemacht. Parken habt ihr auch genug. Ihr könnt auch hier pennen, wenn es nicht anders geht, wenn ihr einen weiten Weg habt. Das ist alles kein Problem. Coole Typen, coole Dame. Mega. Hat Spaß gemacht. Gelände geil. Möchtet ihr noch was sagen? Danke, dass ihr da wart. Ihr wart auch mega cool drauf. Haben uns echt mega gefreut. Hat echt auch Spaß gemacht, auch gestern das Spiel mit euch. So das Ganze drumherum, da kommt es ja auch immer drauf an. Auch mega cool. Ja, Mascha hat das letzte Wort, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich auch bei euch echt herzlich, dass ihr hergekommen seid und die weite Strecke auf euch genommen habt. Und dass ihr trotz der ganzen negativen Kommentare, die wir so haben, euch Mut gefasst habt und uns einmal zu besuchen und uns kennenzulernen. Danke. Danke. Sehr schön. Und dazu nochmal, wer diese schlechten Kommentare und so glaubt und AO ist scheiße und bla. Selbst ein Bild machen. Guckt es euch selber an, das ist mega. Sehr geiles Gelände, sehr coole Typen. Gerne. Ich drücke erst die Frau. Wir sehen uns auch. Ja, ich muss den Bertie zuerst. So, jetzt ich auch noch mal drücken. War sehr geil. Hat Spaß gemacht. So, in diesem Sinne. Ja, komm, wir drücken uns auch noch mal. Aber man muss euch noch anschreien. Entschuldigung. So ist der den ganzen Tag. In diesem Sinne, meine Freunde, ich bin der Eurobass. Ich melde mich ab. Haut rein, bis dann und tschüss. Ciao. Ich melde mich auch ab und auf Wiedersehen.